Herausforderung. Herzlich willkommen, ein gutes neues Jahr euch allen. Wir freuen uns, zu diesem frühen Zeitpunkt im neuen Jahr mit euch zusammenzutreffen, um einen besonderen Abend zu begehen. Denn es ist an der Zeit, ihr habt es aus der Presse erfahren, uns von unserem langjährigen
Trompeter und nicht nur Trompeter, sondern vor allen Dingen auch Freund, Till Schierer zu verabschieden. Das fällt. Das habe ich übrigens an ihm gehasst, dass er mir dazwischen quatscht, wenn ich bewegt, wie ich nun mal bin, wie ich es nun mal kann, halbwegs bewegt, diese paar Worte loswerden will, denn es waren wunderbare 30 Jahre, für die wir und auch ihr alle sehr dankbar sein können. Es ist Gott sei Dank so, und so habe ich auch die Zwischenbemerkung von Till verstanden, dass er selbstverständlich weder als Mensch noch als Musiker aus der Welt ist. Er wird heute Abend teilnehmen und er wird auch hin und wieder noch sein Horn auspacken und bei dem einen oder anderen Konzert mit dabei sein. Das ist versprochen und darüber freuen wir uns alle. Endlich hat er mal die Wahrheit gesagt. Also, schönen Dank, und ich bin natürlich ein bisschen bewegt, aber es ist wirklich kein Schritt aus der Welt. Auch das war doch nicht nötig. Guckt ihr das mal? Seid ihr denn bescheuert? Also, eine Liebeserklärung in dieser Form habe ich auch nicht so häufig bekommen, aber danke. Danke nochmal. It's time for a change, das sagte auch der Barack Obama. Und ich glaube, 30 Jahre sind toll gewesen, aber irgendwann muss man einfach mal den Schritt machen. Und wenn es am schönsten ist, halt. Ne? Und bei mir schien das so, dass ich irgendwo im Sport, würde man wohl sagen, das eigene Leistungsprofil nicht mehr abrufen kann oder irgend sowas. Und also an diesem an dieser Missweisung zwischen Wollen und Können, wobei diese Kapelle immer stark war im Wollen, wir wollten nie das spielen, was wir können. Wir haben es ja gar nicht so gemerkt. Ja, und das wollte ich eigentlich nur noch loswerden, dass nicht nur der Stefan und der Uwe und der Wolfgang und Uli und der Klaus-Maria, sondern insbesondere der Franz Josef, diese Missweisung zwischen Wollen und Können so genial reduzieren konnte, indem er mit Stimmen jonglierte, dem das hohe Ass gab er dann dem Wolfgang, wenn es der Thilo nicht mehr so recht konnte. Und so genial die Sätze der alten Meister uminterpretiert hat, dass wir sie spielen wollten und auch konnten. Das war eigentlich das Motivierende in meiner 30-jährigen Karriere als Tröter von dieser Kapelle. Ich jedenfalls bin sehr, sehr froh, dass die Kapelle und auch in diesem Falle wie der Franz Josef in erster Linie einen jungen Mann gefunden hat, der so spielt, wie ich vor 30 Jahren gespielt haben könnte. Und dass dieser junge Mann auch dazu bereit ist, mit diesen alten Herren zusammenzuspielen, macht mich doppelt froh, so dass ich also meine Röschen hier gern an die Damen verteile, denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu meinem Glück so viel Rosen brauche. Till Schierer. Ich wusste gar nicht, dass er auch so ein wunderbarer Redner ist. Er durfte ja nie, sagt er jetzt ja. Ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Wechsel hier, wie es sich gehört, für einen Künstler auf der Bühne vollziehen. Vor unserem Bonner Publikum, das dazu beiträgt, dass auch das ein Abschiedsabend, ein schöner Abend wird. So, und jetzt gilt es, eine kleine Geschichte zu erzählen, aber ich verplapper mich nicht, es geht ganz kurz. Vor 2,5 Jahren etwa ist der Jupp
in einer gemischten Besetzung irgendwo in einem Hotel in Ägypten aufgetreten. Und als er wiederkam, sagte er zu mir: Du, hör mal, ich habe einen Trompeter kennengelernt. Der ist aus Düsseldorf und ist gar nicht mal so schlecht. Sehen Sie, das habe ich auch gedacht. Genau. Ne? Nicht? Ich sage, wie geht das zusammen? Und dann haben wir erfahren, dass er Gott sei Dank aus Karst kommt, nahe bei Düsseldorf. Und wir haben ihn kennengelernt. Und ich weiß, dass die Entscheidung vom Till, nunmehr kürzer zu treten, ihm so leicht gefallen ist, wie dieser wunderbare junge Nachfolger jetzt in seine Fußstapfen tritt. Hier kommt Marc Bothe. Danke, das macht dem jungen Mann Mut. Und wir wollen gleich mit ihm das Stück spielen, das Namensgeber unserer Truppe ist. Er ist der neue Dr. Jazz in unserer Gruppe. Here is Hello Central, give me Dr. Jazz. Give me Dr. Jazz. Said all I need and more I say he has. So if the world goes wrong and I've got those blues, he's the guy that gets me all of my down to shoes. Yeah.
Sehen Sie, man braucht am meisten viel Glück, wenn man Pech hat. Das ist wohl wahr. Verdammt nochmal. So, jetzt weiter im Programm mit einer wirklichen Herausforderung, auch für den Marc. Denn das Stück ist gesetzt vom Jupp, wie der Till eben so schön erklärt hat, in der Art und Weise, wie es früher die kleinen Big Bands spielten. Und in diesem Fall ist der Titel von King Oliver und arrangiert wie immer von Franz Josef Lübken und jetzt in der Titelrolle hier mit Marc. Here we go. Boku Jack. Here we go. Thank you.
wissen, dass wir Anfang des Jahres eine neue CD herausgebracht haben. Einige Titel letzten Jahres. Und diese CD haben wir natürlich reichlich heute Abend da für Leute, die sie noch nicht haben sollten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber heute Abend ist natürlich Gelegenheit, die dann noch mitzunehmen. Und wir werden einige Stücke natürlich, um den Anreiz ins Unermessliche zu steigern, auch spielen. Live natürlich. Und hier ist ein solcher Titel, den... Doch, du kennst ihn, glaube ich. Von Fats Waller Blue, Because of You. Ne? Du kennst ihn. Naja, das ist ein Kollege. Er ist ein Kollege. Aber sonst kennen viele, viele Leute Fats Waller und nach seiner Musik, aber einige der schönsten Titel kennen die Leute merkwürdigerweise nicht. Ein solches Lied ist Blue Because of You. Ich habe es schon oft erzählt. Fats Waller war ein sehr unglücklicher Mensch, was seine Beziehung zum weiblichen Geschlecht anging. Da ging alles schief. Alles ging schief. Er war sehr dick und auch recht hässlich, aber er war ein wunderbarer, fröhlicher und lustiger Mensch. Und er hat sich den Blues, wie man so schön sagt, von der Seele gesungen, auch in diesem Lied. Denn es heißt Blue Because of You. Und das hat nichts mit betrunken zu tun. Blue in diesem Fall traurig, ne? Blue Because of You. Here we go. Blue Because of You. Broken hearted too. Raises up beside, they seem to cry. You're gone, yes, you're gone. Nightingales above sing their songs of love, but their song seems all wrong. Just a melody reminding me you're gone, yes, yes, you're gone. Dankeschön. Ein Titel aus der Feder des großen Jelly Roll Morton ist der Black Bottom Stomp. Here we go. Jelly Roll Morton.
Ja, müssen wir gerade mal ein Schlückchen trinken. Ja, das war. Sie wissen, das Musikerleben unstet, viel, viel von zu Hause weg, weg von der Mutti und dann am Abend auf der Bühne oder nach dem Konzert. Dann ist die große Kriecherei im Hotel da. Oh, how I miss you. Tonight, tonight when limelight's are low. Here we go. Dankeschön. Oh, I miss you tonight. Auch auf der neuen Scheibe, selbstverständlich. Hier ist ein Stück, das wir wieder neu ins Programm genommen haben, um dem jungen Mann auch seine Grenzen aufzuweisen. Auch das ist nötig, damit er nicht übermütig wird. Man spricht vom vorläufigen Höhepunkt einer ohnehin nicht ganz glanzlosen Karriere. Hier ist The Good Old Big Spiderbacker Sound und das Stück heißt The Clarinet Marmalade. Here we go. We'll be right back.
Dankeschön. Ja, es war so schnell, dass wir ein bisschen aus der Kurve getragen wurden, hin und wieder, wie bei der Formel 1, aber nun ja. Ja, der Klaus sagt gerade, das war Jahresbestzeit. Okay. Ja, noch einmal die tragische Rolle des großen Fats Waller. Das Lied kennen Sie schon von vielen, vielen Live-Auftritten, weil es so typisch ist für Fats Waller, auch in der kleineren, etwas kleineren Besetzung mit nicht so viel Gebläse dazu, sondern vor allen Dingen auch in der Rolle, die Franz Josef spielt, wie eben Fats Waller und sonst kaum jemand. Hier ist... Was wollte ich denn jetzt sagen? Am besten gar nichts mehr. Wir spielen. Ach ja, I used to love you. Natürlich ist diese Beziehung auch eine tragische. I used to love you. And now it's all over. Here we go. Fats Waller. Ein Titel von der Fletcher Henderson Band, das war eine Big Band in der damaligen Zeit,
Und Fletcher Henderson war der Arrangeur und Pianist und er hat dieses Stück Stockholm Stomp genannt. Haben wir lange nicht gespielt. Here is the Stockholm Stomp. So, und damit alle nun wissen und erleben, wie inkonsequent eine solche Entscheidung vom Till ist, kommt er jetzt wieder auf die Bühne. Jawohl! Und wir haben uns noch zwei Titel für diesen Set ausgedacht. Zwei Titel wollen wir spielen. Das erste ist in einem etwas anderen Rhythmus. Es ist etwas exotisch im Rhythmus. Und das wollen wir jetzt mal mit zwei Trompeten machen. Die Möglichkeit haben wir. Auf die Bühne kommt er nicht mehr, aber spielen kann er noch. Das Stück heißt Isle of Capri. Here we go.
Paul Schierer, Marc Bothe, Dankeschön. Ja, das ist eine Erfahrung, das ist besser als ein Trompeter, zwei Trompeter. Jawohl. Ja. Nee, für Banjo-Spieler gilt das nicht. So, noch ein schöner alter Dixieland-Gassenhauer, auch wieder mit zwei Cornets. Here is the good old Margie. Und dann machen wir eine kleine Pause. Margie, here we go. In F-Dur, ja, damit es alle wissen. We'll be right back.
Die Dr. Jazz Ambulanz. Posaune, Uwe Schollmeier. Cornett, Till Schierer. Cornett, Marc Bothe. Klarinette und Saxophone, Wolfgang Gundler. Piano, Franz Josef Lipken. Banjo und Gitarre, Uli Heyer. Am Bass, Klaus Maria Gronemeyer und Sousaphon. Schlagzeug und Gesang, Stefan Roth. Dankeschön. Kleine Pause. Bis gleich. Danke.